So, das ist die App. Wir überspringen mal die ganzen Punkte, die uns hier erklärt werden. So, sagen wir, wir müssen hier eintragen, wo wir sind und wohin wir möchten. Sagen wir, wir sind zum Beispiel am Flughafen. Flughafen München. Ich nehme jetzt einfach das erste. Es ist kein, also von der Zone her ist es das gleiche. Und sagen wir, wir haben ein Hotel oder eine Unterkunft bei Sendlinger Tor. Und dann sagen wir hier, wann wir losfahren. Zum Beispiel komme ich an am 3. Juli und ich komme an zum Beispiel um 14 Uhr ungefähr. Und er sagt mir dann die Verbindungen und sagt mir auch, welche Fahrkarte ich kaufen soll oder kann. Ich denke, das ist nämlich die beste Möglichkeit, zu sehen, welches Ticket das passende ist, das gute ist. Also, das heißt, am Flughafen München. Na? Ja, okay. Also, Flughafen München. Das sind die Haltestellen bis Feldmorching. Da muss ich umsteigen. Und dann fahre ich mit der roten Linie, das ist die Linie U2 mit der U-Bahn, bis Sendlinger Tor. Und ich schaue mir mal die Tickets an. Die Tickets, Einzelfahrkarte 11,50. Also 11,50 zahle ich auf jeden Fall. Hier oben ganz toll. Das erste ist für Erwachsene, dann Kinder, Gruppen, Fahrräder, Tiere. Ja, für Tiere und für Fahrräder muss man auch zahlen. Ja. Also das ist eine Strecke, die ich auf jeden Fall zahlen muss. Wenn jetzt jemand sagt, wie viel kostet es denn, wenn ich vom Flughafen in die Zone M fahre? Das heißt, ich trage jetzt mal Johanneskirchen ein. Das heißt, das sind auch nur 5 Haltestellen mit der S-Bahn. Da zahle ich auch auf jeden Fall 11,50. Ja. Also wenn ich in die Zone M reinfahre, dann zahle ich auf jeden Fall 11,50. Ja. Also ich wiederhole nochmal. Hier oben schreiben wir, wo wir sind. Ja. Zum Beispiel Flughafen. Und dann schreiben wir hier, wohin wir fahren möchten. Wir können auch hier eine Straße schreiben. Zum Beispiel schreibe ich mal Friedrich Straße. Zeit lasse ich jetzt auch gleich. Und er sagt mir dann genau, wie ich dahin komme, so wie mit Google Maps. Ich kann hier aussuchen, welche Verbindung ich möchte, ob ich S-Bahn oder nur Bus möchte. Und hier steige ich dann eins, zwei, dreimal um. Na, dreimal nicht, zweimal um. Und 12 Minuten muss ich noch laufen. Ja. Genau. Diese App hier heißt, schaue ich nochmal, Münchner Verkehrsbetriebe. MMV. Also ich denke, das ist die beste App. Ja. MVG, sorry, MVG. Genau, ich hoffe, ich konnte es euch soweit erklären. Ihr müsst einfach wissen, wie lange ihr da seid und wie viel ihr fahren werdet, in welchem Bereich. Und ich denke, die App ist das Beste. Ja? Genau, also vielen Dank für eure Zeit. Liked das Video, teilt es auch gerne und bis bald.